Cassius Dio, Epitome des Buches 70. Antoninus Pius. Bericht des Xiphilinus. Man muss daran festhalten, dass der Bericht über Antoninus Pius sich nicht in den Abschriften Dios findet. Vermutlich, weil die betreffenden Bücher irgendwelchen Schaden genommen haben, sodass man fast nichts von der Geschichte seiner Regierung weiß. Lediglich das ist bekannt, dass Lucius Commodus, den Hadrian adoptierte, noch vor ihm starb, sodass dann Antoninus von ihm an Sohnestatt angenommen wurde und den Kaiserthron bestieg und schließlich, dass der Senat wegen gewisser Hinrichtungen von hervorragenden Männern dem toten Hadrian die göttlichen Ehren versagen wollte. Antoninus aber habe unter Tränen und Wehklagen viele Worte an die Senatoren gerichtet und seine Erklärungen damit beendet: Nun, dann will ich auch nicht euer Kaiser sein, wenn jener euch als Übeltäter, Gegner und Staatsfeind erschien. Denn dann werdet ihr offensichtlich auch seine sämtlichen Maßnahmen für ungültig erklären, wozu auch meine Adoption zählt. Als der Senat dies hörte, verlieh er aus Achtung vor dem Mann, doch auch aus gewisser Angst vor den Soldaten, dem Hadrian die Ehren. Nur so viel ist bei Dio über Antoninus erhalten. Und außerdem noch, dass ihm der Senat den Titel Augustus und Pius, letzteren, aus folgendem Grund verlieh. Als bei seinem Regierungsantritt Anklagen gegen viele einliefen und in einigen Fällen sogar mit Namensnennung eine Bestrafung gefordert wurde, bestrafte er doch keinen, sondern bemerkte: Ich darf nicht mit solchen Taten meine Regierung über euch antreten. Als der Iberer Pharasmanes mit seiner Gattin nach Rom kam, vergrößerte Antoninus sein Herrschaftsgebiet, erlaubte ihm ein Opfer auf dem Kapitol, stellte eine Reiterstatue im Tempel der Bellona auf und wohnte einer Waffenübung bei, an der dieser Fürst, sein Sohn und die übrigen Iberer beteiligt waren. Auch der erste Teil des Berichtes über Marcus Verus, der nach Antoninus zur Regierung gelangte, ist uns nicht erhalten. Dabei denke ich an seine Maßnahmen gegenüber Lucius, den Sohn des Commodus, den Marcus zu seinem Schwiegersohn gemacht hatte, sowie an Lucius' Taten im Kriege mit Vologaesos, in den er von seinem Schwiegervater entsandt worden war. Ich will deshalb nur kurz auf diese Dinge eingehen, indem ich meinen Stoff anderen Büchern entnehme und dann zu Dios weiterem Bericht zurückkehren. Nach übereinstimmendem Urteil war Antoninus ein Ehrenmann, der weder sonst einige seiner Untertanen hart bedrückte, noch eine Last für die Christen war. Er brachte ihnen viel mehr hohe Achtung entgegen und ehrte sie noch mehr, als es Hadrian getan hatte. Denn Eusebius, der Sohn des Pamphilus, führte in seiner Kirchengemeinde sogar einige Briefe Hadrians an, aus denen man ersieht, wie er denen, welche die Christen irgendwie schädigen oder anklagen, schwere Strafen androht und bei Herkules schwört, dass sie tatsächlich büßen werden. Man sagt auch, Antoninus habe eine auf Nachforschung gerichtete Sinnesart besessen und sich daher mit der sorgfältigen Untersuchung selbst geringfügiger und alltäglicher Dinge abgegeben. Die Spötter nannten ihn darum einen Kümmelspalter. Quadratus überliefert, dass er im vorgerückten Alter gestorben und ihm ein ganz friedlicher Tod gleich dem sanftesten Schlummer zuteil geworden war. Zur Zeit des Antoninus soll auch ein gar schreckliches Erdbeben die Gebiete Bithyniens und des Hellespont heimgesucht haben. Auch andere Städte wurden schwer beschädigt oder sanken ganz in Trümmer. Das war besonders bei Kyzikos der Fall. Selbst der dortige Tempel, der größte und schönste seiner Art, stürzte zusammen. 4 Ellen im Durchmesser und 50 Ellen in der Höhe maßen seine Säulen, wobei jede aus einem einzigen Marmorblock bestand und überhaupt seien die Einzelteile des Bauwerkes mehr zu bestaunen als bloß zu loben gewesen. Im Landesinneren aber brach, wie man sagt, ein Berggipfel auseinander und eine Flut von Meerwasser ergoss sich über die Ufer und weithin übers Land trieb, vom Winde gepeitscht, die Gischt aus reinem, durchsichtigen Seewasser. So viel ist uns vom Bericht über Antoninus jetzt noch erhalten. 24 Jahre führte er die Regierung. Cassius Dio, Marc Aurel, Epitome des Buches 71. Als der Philosoph Marcus Antoninus nach dem Tod des Antoninus seines Adoptivvaters den Thron bestiegen hatte, 161 nach Christus, nahm er sogleich den Lucius Verus,
den Sohn des Lucius Commodus, zum Mitregenten an. War er doch selbst von zarter Gesundheit und beschäftigte sich meist mit Literatur. Man berichtet nämlich von ihm, dass er sogar als Kaiser weder sich schämte, noch zögerte, einen Lehrer aufzusuchen, vielmehr Schüler des böotischen Philosophen Sextus wurde und unbedenklich den Vorlesungen des Hermogenes über Rhetorik beiwohnte. Doch neigte er am meisten den Lehren der Stoiker zu. Lucius hingegen war ein kräftiger junger Mann und mehr für kriegerische Unternehmungen geschaffen. Deshalb machte ihn Marcus durch Vermählung mit seiner Tochter Lucilla zu seinem Schwiegersohn und schickte ihn in den Partherkrieg. Vologaesus hatte nämlich den Krieg eröffnet, indem er die ganze in Elegeia, einem Ort Armeniens, unter Severianus stationierte römische Legion von allen Seiten her umzingelte, dann samt ihren Führern zusammenschoss und völlig aufrieb. Nun rückte er mit starker Macht furchterweckend gegen die syrischen Städte heran. Lucius verfügte sich also nach Antiochia und sammelte dort einen gewaltigen Truppenverband. Die tüchtigsten Generäle unterstanden seinem persönlichen Befehl. Er selbst schlug sein Hauptquartier in der Stadt auf, traf alle Anweisungen und schaffte den nötigen Kriegsvorrat bei, während er die Führung der Armeen dem Cassius übertrug. Tapfer hielt dieser dem Angriff des Vologaesers statt und setzte den Parther schließlich, als er, von seinem Bundesgenossen im Stich gelassen, zurückweichen musste, bis nach Seleukeia und Ktesiphon nach. Seleukeia brannte er nieder und machte den Königspalast des Vologaesers in Ktesiphon dem Erdboden gleich. Zwar büßte Cassius auf dem Heimweg durch Hunger und Krankheit eine sehr große Zahl Soldaten ein, doch kam er mit dem Rest wieder heil nach Syrien zurück. Lucius brüstete sich und tat groß mit den Erfolgen. Zum Guten schlug ihm sein hohes Glück freilich nicht aus. Er soll sich nämlich danach in eine Verschwörung gegen seinen Schwiegervater Marcus eingelassen haben und noch vor Durchführung irgendeiner seiner Absichten vergiftet worden sein. Martius Verus entsandte den Thukydides, um Soaimus nach Armenien zu geleiten, und Schrecken ging den Waffen des Generals voraus. Dazu verriet er in jeder Lage ein angeborenes, gesundes Urteil, so dass er sich kraftvoll seinen Weg bahnen konnte. Er verfügte indes nicht nur über die Fähigkeit, seine Gegner mit Waffengewalt zu bezwingen oder ihnen durch rasche Bewegungen zuvorzukommen oder sie durch kluge Taktik zu überlisten, worin ja die wahre Stärke von Feldherren besteht, er gewann die Feinde auch durch bestechende Worte, machte sie mit großzügigen Geschenken zu Freunden und köderte sie mit lockenden Erwartungen. All seine Taten und Worte eignete ein gewisser Charme, der jedermanns Groll und Erregung besänftigte, seine Hoffnung aber noch steigerte. Martius kannte den rechten Augenblick, wo Schmeichelei, Geschenke und Bewirtung am Platz waren. Zu diesen Fähigkeiten kamen noch zähe Ausdauer in den Unternehmungen und rasch zupackende Tatkraft gegenüber den Feinden, und so machte er den Barbaren deutlich, dass ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm für sie erstrebenswerter sei als seine Feindschaft. Als er nun zur neuen Stadt kam, einem Ort, den eine vom Priscus dorthin verlegte römische Garnison hielt und die Mannschaften beim Versuch einer Meuterei fand, brachte er sie durch Wort und Tat zur Vernunft, den Platz aber machte er zur führenden Stadt in Armenien. Die Flussläufe werden von den Römern fast mühelos überbrückt, da die Soldaten dauernd auch dies wie sonst eine Kriegsmaßnahme üben, sowohl am Ister als auch am Rhein und Euphrat. Der Vorgang, wahrscheinlich nicht allgemein bekannt, vollzieht sich folgendermaßen. Die Schiffe, mit deren Hilfe der Fluss überbrückt werden soll, sind breit gebaut und werden ein kurzes Stück stromaufwärts von der geplanten Übergangsstelle verankert. Auf ein gegebenes Zeichen hin lassen sie als erstes ein einzelnes Schiff nahe dem eigenen Ufer flussabwärts treiben. Kommt es dann auf die Höhe des Punktes, wo die Brücke entstehen soll, werfen sie einen mit Steinen gefüllten und an einem Seil befestigten Weidenkorb ins Wasser, der als eine Art Anker dient. Nachdem das Schiff derart verteut ist, bleibt es in Ufernähe an seinem Ort. Und nun legt man sogleich mit Brettern und sonstigen Brückenbaumaterialien, welche das Schiff in großer Menge mit sich führt, ein Verdeck bis zum Landeplatz. Hierauf lässt man ein weiteres Schiff in geringem Abstand vom ersten und wieder ein anderes jenseits davon flussabwärts fahren, bis so die Brücke das Gegenufer erreicht. Das Fahrzeug aber, das dem feindlichen Ufer am nächsten zu stehen kommt,
trägt oben auf Türme, ein kleines Tor, Bogenschützen und Katapulte. Da nun viele Geschosse auf die mit dem Brückenbau beschäftigten Leute niedergingen, befahl Cassius, mit Geschossen und Katapulten zu antworten. Die vordersten Barbarenreihen fanden dadurch den Tod, worauf sich der Rest zurückzog. Epitome des Buches 72. Cassius aber wurde von Marcus beauftragt, sich ganz Asiens anzunehmen. Der Herrscher selbst kämpfte hingegen lange Zeit, sozusagen sein ganzes Leben nacheinander mit den Barbarenvölkern an der Donau, den Jazygen und Markomannen und benutzte dabei Pannonien als Ausgangsstellung. 6000 Langobarden und Obier hatten den Ister überschritten. Daraufhin rückte die Reiterei unter Vindex aus und auch das Fußvolk unter Candidus kam rasch herbei, sodass die Barbaren gänzlich in die Flucht geschlagen wurden. Der Ausgang ihres ersten Angriffs versetzte die Barbaren in Furcht und Schrecken, und nun schickten sie an Iallus Bassus, den Statthalter von Pannonien, Gesandte und wählten hiezu den Markomannenkönig Ballomarius und 10 andere, für jeden Stamm einen. Die Gesandten bestätigten eidlich den Friedensschluss und begaben sich dann nach Hause. Auch drangen Germanen in Menge von jenseits des Rheines bis nach Italien vor und taten den Römern viel Böses an. Marcus ging nun seinerseits zum Angriff über, wobei er ihnen seine Unterfeldherren Pompeianus und Pertinax entgegenstellte. Und Pertinax, der spätere Kaiser, zeichnete sich dabei besonders aus. Unter den gefallenen Barbaren fand man sogar Leichen bewaffneter Frauen. Obwohl es zu einer gar gewaltigen Schlacht kam und ein glänzender Sieg errungen wurde, lehnte der Kaiser die Forderung seiner Soldaten nach einem Donativ ab. Er erklärte, dass alles, was sie über ihren gewöhnlichen Sold hinaus empfingen, dem Blut ihrer Eltern und Anverwandten abgezwungen werden müsse. Über seine Selbstherrschaft könne nur Gott allein entscheiden. Derart maß- und kraftvoll leitete er sie, dass er trotz so zahlreicher und schwerer Kriege nichts Unziemliches tat, weder aus Schmeichelei noch aus Furcht. Marcus Antoninus blieb in Pannonien, um auch mit den Gesandtschaften der Barbaren zu verhandeln. Denn in großer Zahl fanden sie sich auch damals bei ihm ein. Unter Führung des Batarius, eines 12-jährigen Knaben, stellten die einen von ihnen Bündnisse in Aussicht, empfingen Geldgeschenke und vermochten Tarbus, einen Häuptling aus ihrer Nachbarschaft, erfolgreich abzuwehren. Dieser Mann war nach Dakien gekommen und forderte Geld, wobei er im Falle der Weigerung mit Krieg drohte. Andere wieder, zum Beispiel die Quaden, baten um Frieden und erhielten ihn auch. Man wollte sie auf diese Weise von den Markomannen trennen und außerdem stellten sie ja viele Pferde und Rinder dem Kaiser zur Verfügung und versprachen, sämtliche Überläufer und Kriegsgefangene auszuliefern. Zunächst etwa 13.000 und später auch noch den Rest. Das Recht, Märkte zu besuchen, erhielten sie freilich nicht bewilligt, damit die Markomannen und Jazygen, denen sie sowohl die Aufnahme wie den Durchzug durch ihr Land verweigern, eidlich zugesagt hatten, sich nicht unter sie mischten und so als angebliche Quaden die Verhältnisse bei den Römern auskundschafteten und Lebensmittel kauften. Während sich nun diese Barbaren bei Marcus einfanden, schickten auch noch viele andere Gesandte, teils nach Stämmen, teils sogar nach Völkern, und wollten sich ihm ergeben. Einige von ihnen wurden anderswohin ins Feld geschickt, wie auch solche Gefangene und Überläufer, die sich für eine derartige Aufgabe eigneten. Andere erhielten Land zugewiesen in Dakien, Pannonien, Mösien, in der Provinz Germanien oder sogar in Italien selbst. Dabei erhob sich eine Gruppe von ihnen, die bei Ravenna ihren Wohnsitz erhalten hatte und besaß die Kühnheit, auch die Stadt in Besitz zu nehmen. Deshalb brachte Marcus keine Barbaren mehr nach Italien, sondern siedelte auch jene aus, die zuvor dorthin gekommen waren. Sowohl die Astingen wie die Lakringen kamen Marcus zu Hilfe. Die Astingen, unter Führung ihrer Häuptlinge Raos und Raptos, kamen mit ihrem ganzen Anhang nach Dakien, geleitet von der Hoffnung, für ihre Bundeshilfe Geld und Land zu erhalten. Als man ihnen aber dies verweigerte, unterstellten sie ihre Frauen und Kinder dem Schutz des Clemens, um inzwischen das Gebiet der Kostoboken mit Waffengewalt zu erobern. Doch auch nach ihrem Sieg über jenes Volk setzten sie ihre Übergriffe gegen Dakien unvermindert fort. Die Lakringen aber fürchteten,
Clemens möchte in seiner Angst vor den Astingern diese in das von ihnen selbst bewohnte Land führen. So griffen sie denn die Astingern unvermutet an und errangen einen großen Sieg mit der Folge, dass die Unterlegenen weiterhin keinen feindlichen Akt mehr gegen die Römer wagten. Sie wandten sich vielmehr mit dringenden Bitten an Marcus und erhielten von ihm, außer Geld, die Anwartschaft auf Land, falls sie seinen damaligen Gegnern einen Schaden zufügten. Und sie erfüllten tatsächlich ihre Zusagen. Die Cortiner hingegen machten zwar ähnliche Angebote und empfingen auch Tarutenius Paternus, den kaiserlichen Sekretär für lateinische Korrespondenz, um angeblich mit ihm zusammen einen Feldzug gegen die Markomannen zu unternehmen, führten aber dann ihre Absicht nicht aus. Ja, behandelten sogar Paternus selbst auf schändliche Weise und verursachten dadurch in der Folge ihren eigenen Untergang. Als die Markomannen in einer Schlacht gesiegt und den Präfekten Marcus Vindex getötet hatten, ließ der Kaiser ihm zu Ehren 3 Standbilder errichten und nach seinem Sieg über die Feinde nahm er selbst die Bezeichnung Germanicus an, 172 nach Christus. Wir heißen nämlich die Einwohner der nördlichen Gebiete Germanen. Die sogenannten Bukolen in Ägypten begannen einen Aufstand und brachten auch die übrigen Ägypter zum Abfall. Die Führung hatte ein gewisser Priester Isidorus. In Frauenkleidern machten sie zunächst den römischen Centurio glauben, sie seien Frauen der Bukolen und wollten ihm Gold als Lösegeld für ihre Männer geben und schlugen ihn nieder, als er sich ihnen näherte. Sie opferten auch seinen Begleiter und verschworen sich über seinen Eingeweiden, die sie dann verzehrten. Isidorus aber übertraf sämtliche Zeitgenossen an Tapferkeit. Dann überwanden sie die Römer in offener Feldschlacht und beinahe wäre sogar Alexandria in ihre Hände gefallen, hätte man nicht Cassius von Syrien aus gegen sie entsandt. Der legte seine Kriegsführung darauf an, ihren gegenseitigen Zusammenhalt zu sprengen und sie voneinander zu trennen. Angesichts ihrer verzweifelten Stimmung und ihrer großen Menge wagte er sich nämlich nicht mit ihrer vereinten Streitmacht einzulassen. Und so vermochte er die Gegner infolge der aufkommenden Zwistigkeiten zu unterwerfen. Während des Krieges, den Marcus mit den Germanen führte, trugen sich, damit auch das Erwähnung findet, folgende Geschichten zu. Ein junger Gefangener gab, als der Kaiser eine Frage stellte, ihm zur Antwort: Vor Kälte kann ich dir keinen Bescheid geben. Lass mir also, wenn du etwas erfahren willst, ein Mäntelchen reichen, wenn du derlei hast. Ein Soldat aber, der einmal nachts an der Donau Wache hielt, hörte vom jenseitigen Ufer her den Ruf gefangener Kameraden. Er schwamm nun, wie er war, sogleich hinüber, befreite sie und kehrte dann glücklich zurück. Marcus hatte einen Präfekten namens Rufus Basseus. Er war sonst ein wackerer Mann, infolge seiner bäuerlichen Herkunft jedoch ungebildet. Auch hatte er eine arme Jugend verlebt. Gelegentlich traf ihn nun jemand, wie er gerade dabei war, eine Rebe, die an einem Baumstamm emporrankte, zu beschneiden, und als er auf den ersten Anruf hin nicht herunterstieg, schalt ihn der Besucher mit den Worten: »Schnell, Präfekt, steig herunter!« Diese Anrede gebrauchte er ihm gegenüber, wie wenn er zu einem jetzt hochmögenden, einstmals jedoch niederem Stande zugehörigen Menschen spräche. Und es war genau der Titel, den ihm späterhin das Schicksal verlieh. Marcus sprach Worte, die selbst jenem Rufus unverständlich waren, denn obschon sonst ein wackerer Mann, war er doch infolge seiner bäuerlichen Herkunft ungebildet. Einmal sprach Marcus mit einem Mann Lateinisch, und nicht nur der Angeredete, sondern auch kein anderer von den Anwesenden verstand die Worte. Da meinte der Präfekt Rufus: »Nicht zu verwundern, Kaiser, dass der Mann nichts von dem versteht, was ihr sagtet, denn er kann kein Griechisch.« Verstand er doch auch selbst nichts von dem Gesprochenen. So oft der Kaiser nicht durch Krieg in Anspruch genommen war, hielt er Gericht. Und er ließ den Anwälten reichlichst Wasser zumessen und dehnte die vorausgehenden Nachforschungen und Verhöre ziemlich lange aus, um auf jede mögliche Art eine genaue Justiz zu gewährleisten. Daher untersuchte er ein und denselben Rechtsfall, obschon die Gerichtssitzung manchmal bei Nacht stattfinden musste, oft 11 oder gar 12 Tage. Er liebte ja die Arbeit und widmete sich sorgfältig sämtlicher Pflichten seines Amtes. Und er sagte, schrieb und tat nichts, so als hätte die Sache nur geringe Bedeutung, sondern beschäftigte sich zuweilen ganze Tage lang mit winzigsten Kleinigkeiten,
denn seiner Ansicht nach war es nicht richtig, wenn ein Kaiser etwas überstürzt erledigte. Eine Unachtsamkeit im Kleinsten konnte diesem, das war seine Meinung, auch in allen sonstigen Unternehmungen üblen Ruf einbringen. Er besaß indessen einen so schwächlichen Körper, dass er zuerst die Kälte nicht ertragen konnte, sondern sich sogar, nachdem die Soldaten auf seinen Befehl hin angetreten waren, gewöhnlich von seiner Ansprache zurückziehen musste. Außerdem nahm er nur ganz wenig Speise zu sich, und zwar stets zu nächtlicher Stunde. Untertags aß er nichts außer dem Heilmittel namens Theriak. Doch bediente er sich dieses Mittels nicht so sehr, weil er sich vor etwas fürchtete, sondern weil er ein Magen- und Brustleiden hatte. Und er vermochte mit dieser Lebensweise, wie man berichtet, zu den genannten Beschwerden hinzu auch noch andere auszuhalten. Die Römer besiegten damals, 173 nach Christus, die Jazygen zu Land und später auch auf dem Strom. Was aber nicht heißen soll, dass es zu einer Schlacht auf dem Wasser kam. Die Römer verfolgten vielmehr die Gegner, als sie über die zugefrorene Donau flüchteten und kämpften dort mit ihnen wie auf dem Trockenen. Als nun die Jazygen bemerkten, dass sie verfolgt wurden, erwarteten sie den Angriff ihrer Feinde in der Hoffnung, sie könnten diese, da mit dem Eise nicht vertraut, mit leichter Mühe niedermachen. So stürmte der eine Teil der Barbaren frontal auf die Römer zu, während die anderen an ihren Feinden vorbeiritten und sie von den Flanken zu packen versuchten. Ihre Pferde waren ja darauf eingeübt, auch über eine solche Fläche sicher zu laufen. Die Römer sahen dies, gerieten aber keineswegs in Panik, sondern bildeten einen geschlossenen Haufen und kehrten all ihren Feinden zugleich das Gesicht zu. Die Mehrzahl legte ihre Schilde nieder. Sie setzten den einen Fuß darauf, um nicht so leicht auszugleiten, und erwarteten so den Angriff der Gegner. Einige fassten nach dem Zaumzeug, andere nach den Schilden und Lanzenschäften ihrer Feinde und zogen diese damit an sich heran. Dies brachte sie in enge Berührung mit den Angreifern, die sie nun, Mann und Ross, niederrissen. Infolge ihres Schwungs konnten ja die Barbaren ein Ausgleiten nicht mehr vermeiden. Zwar glitten auch die Römer aus, doch wenn einer von ihnen rückwärts stürzte, so schleifte er auch seinen Gegner mit, wirbelte ihn mit den Füßen wie beim Ringkampf in die Rückenlage und kam so schneller oben auf. Fiel hingegen ein Römer aufs Gesicht, dann fasste er seinen Widersacher, der zuvor gestürzt war, unmittelbar mit den Zähnen. Denn die Barbaren verstanden sich nicht auf eine derartige Kampfesweise, und da sie leichter gewappnet waren, vermochteten sie nicht standzuhalten, weshalb denn auch von vielen nur wenige sich durch die Flucht retten konnten. Die Jazygen schickten Gesandte an Markus und baten um Frieden, hatten aber damit keinen Erfolg, denn er wusste, dass man ihrem Volk nicht trauen dürfe, und da er auch von den Quaden getäuscht worden war, wollte er sie ganz und gar austilgen. Die Quaden hatten nämlich nicht nur die Jazygen damals im Kampf unterstützt, sondern auch flüchtende Markomannen früher einmal, als sie noch mit Römern Krieg führten, bei deren schwerem Bedrängnis Zuflucht in ihrem Land gewährt. Außerdem erfüllten sie keine ihrer Zusagen. Insbesondere gaben sie statt aller Gefangenen nur wenige, und zwar solche zurück, die sie weder zum Verkauf noch zu irgendwelchem Dienst gebrauchen konnten. Oder wenn sie wirklich einmal ein paar körperlich leistungsfähige Gefangene auslieferten, so hielten sie wenigstens ihre Verwandten bei sich zurück, damit auch jene wieder zu ihnen überliefen. Dazu verjagten sie noch ihren König und bestellten eigenmächtig Ariogesus an dessen Stelle zum Herrscher. Deshalb bestätigte ihnen der Kaiser weder Ariogesus als ihren gesetzmäßigen Herrn, noch erneuerte er den Friedensvertrag, wiewohl sie 50.000 Kriegsgefangene zurückzugeben versprachen. Über Ariogesus war Markus derart ergrimmt, dass er sogar öffentlich bekannt machen ließ, jeder, der ihn lebendig bringe, solle 1.000, wer ihn aber töte und sein Haupt vorweise, 500 Goldstücke empfangen. Dabei war der Kaiser sonst immer gewohnt, selbst seine bittersten Feinde menschenfreundlich zu begegnen. So begnügte er sich auch damit, den Satrapen Tiridates, der in Armenien Unruhe gestiftet, den König der Heniocher getötet und dann sein Schwert gegen Verus, der ihm deshalb Vorhalte machte, gezückt hatte, nicht hinzurichten, sondern nur in die Verbannung nach Britannien zu schicken. Derart war er nun damals über Ariogesus erzürnt. Trotzdem tat er ihm später, als der Mann sein Gefangener wurde, nichts zuleide, sondern verbannte ihn lediglich nach Alexandria.
Markus unterwarf nun, 174 nach Christus, die Markomannen und Jazygen, nach vielen schweren Schlachten und Gefahren. Auch mit den sogenannten Quaden geriet er in einen gewaltigen Krieg, wobei ihm ein unerwarteter Sieg vom Glück, oder besser gesagt vom Himmel, geschenkt wurde. Als nämlich während des Kampfes die Römer in Gefahr gerieten, rettete sie himmlische Macht auf ganz unerwartete Weise. Die Quaden hatten ihre Gegner an einem für sie günstigen Platz eingekesselt. Als nun die Römer Schild an Schild mutig stritten, stellten die Barbaren den Kampf ein, in der Erwartung, ihre Feinde durch Hitze und Durst leicht bezwingen zu können. Sie riegelten zu diesem Zweck, auch zahlenmäßig den Römern weit überlegen, die ganze Umgebung ab und hinderten sie daran, von irgendwoher Wasser zu bekommen. Während sich die Römer infolge Erschöpfung, Wunden, Sonnenhitze und Durst in einer höchst üblen Lage befanden und daher weder zu kämpfen noch sich irgendwie von der Stelle zu rühren vermochten, sondern durch die Glut fast versenkt in Reih und Glied an ihrem Posten standen, ballten sich plötzlich zahlreiche Wolken und, nicht ohne göttliches Eingreifen, rauschte ein gewaltiger Wolkenbruch nieder. Es geht in der Tat die Rede, Anufis, ein ägyptischer Zauberer im Gefolge des Markus, habe mit Beschwörungen neben einigen anderen Gottheiten vor allem den Merkur, den Gott der Lüfte, angerufen und so den Regenguss herbeigeholt. Zusatz des Xiphilinus. So lautet Dios Bericht über dieses Ereignis. Er begeht damit aber offensichtlich einen Irrtum, sei es absichtlich, sei es unbeabsichtigt, meinem Dafürhalten nach freilich mehr bewusst. Und wie sollte es auch anders sein, wo er doch recht gut die Militäreinheit kannte, welche den besonderen Namen Legio Fulminatrix führte. Er tut nämlich auch ihrer in seiner Aufzählung mit den anderen zusammen Erwähnung. Einen Titel, den sie lediglich, kein sonstiger Anlass ist ja überliefert, wegen des Ereignisses erhielten, das sich gerade in diesem Krieg zutrug. Es war genau jene Begebenheit, welche damals den Römern zum Heile ward und die Barbaren vernichtete, nicht aber der Zauberer Anufis, denn der Überlieferung nach fand Markus keinen Gefallen am Umgang mit Zauberern und den Hexereien. Der Vorfall, von dem ich spreche, spielte sich folgendermaßen ab. Markus hatte eine Einheit militänischer Soldaten. Die Römer reden dabei von Legion, und all diese Männer sind Christen. Nun soll in jener Schlacht, als Markus in seiner Bedrängnis keinen Ausweg mehr sah und schon um das ganze Heer bangte, der Präfekt zum Kaiser gegangen sein und ihm gesagt haben, dass die sogenannten Christen mit ihren Gebeten alles und jedes erreichen könnten und dass sich zufällig eine ganze Legion von Anhängern dieses Glaubens im Heer befinde. Markus hörte dies und forderte die Leute nun auf, zu ihrem Gott zu beten. So beteten sie denn, und sogleich erhörte sie ihr Gott und zerschmetterte die Feinde mit seinem Blitz, während er die Römer mit einem Regenguss erquickte. Markus war darüber sehr erstaunt und ehrte nicht nur die Christen durch einen Erlass, sondern verlieh auch der Legion den Beinamen Fulminatrix. Es soll sich nach einem Bericht auch noch ein Brief des Markus vorfinden, der darauf Bezug nimmt. Die Griechen indes wissen zwar, dass die Einheit Fulminatrix heißt und bezeugen selbst die Tatsache, doch darüber, was diesen Beinamen veranlasste, machen sie auch nicht die geringste Angabe. Des Weiteren berichtet noch Dio, dass in dem Augenblick, da der Wolkenbruch niederging, zunächst alle ihr Gesicht nach oben richteten und das Wasser mit ihrem Mund aufnahmen, dann aber die einen ihre Schilde, die anderen ihre Helme zum Auffangen hinhielten und sowohl selbst tiefe Züge taten, als auch ihren Pferden zum Trinken gaben. Wie nun die Barbaren sie angriffen, da tranken und kämpften sie gleichzeitig. Und als einige Verwundungen davon trugen, schlürften sie tatsächlich mit dem Wasser zusammen das Blut, welches in ihre Helme rann. Der feindliche Ansturm aber hätte sie, da die Mehrzahl nur ans Trinken dachte, schwer getroffen, wenn nicht ein heftiger Hagelschlag und zahlreiche Blitze auf die Gegner niedergefahren wären. So konnte man der nämlichen Stelle Wasser und Feuer zugleich vom Himmel kommen sehen. Die Leute auf der einen Seite wurden benetzt und durften trinken, die auf der anderen wurden vom Feuer verzehrt und mussten sterben. Und während das Feuer die Römer nicht erfasste, vielmehr, wenn es sie irgendwo traf, sogleich erlosch, brachte der Regen den Barbaren keinen Vorteil. Er ließ die Flammen bei ihnen wie Öl nur noch höher auflodern, und sie mussten, obwohl beregnet, noch nach Wasser suchen. Einige brachten sich selbst Wunden bei, um so mit ihrem Blut das Feuer zu löschen. Andere liefen sogar zu den Römern über,
im Glauben, diese allein hätten das rettende Wasser. Jedenfalls hatte Markus Mitleid mit ihnen. Von den Soldaten aber wurde er zum 7. Mal als Imperator ausgerufen, und obschon er sonst nicht gewohnt war, eine solche Ehrung ohne Senatsbeschluss anzunehmen, ließ er sie doch sich damals als Geschenk der Gottheit gefallen und dem Senat nur eine briefliche Mitteilung zukommen. Faustina aber erhielt den Beinamen Mater Castrorum, 175 nach Christus. Als Pertinax wegen seiner einzigartigen Leistungen das Konsulat erhielt, ließen einige doch ihr Missvergnügen erkennen, weil er niederer Herkunft war, und zitierten folgenden, der Tragödie entnommenen Vers. Solch Dinge bringt unseliger Krieg mit sich. Dabei wussten sie nicht, dass er sogar den Kaiserthron noch besteigen werde. Als die Markomannen Gesandte an Markus schickten, gab er ihnen im Hinblick darauf, dass sie alle ihre Verpflichtungen, zwar ungern nur und widerstrebend, aber doch erfüllt hatten, die Hälfte des Grenzstreifens zurück, so dass sie nunmehr jedenfalls in einem 5-Meilen-Abstand vom Donauufer siedeln durften. Und er setzte die Plätze und die Tage für den gegenseitigen Verkehr fest. Diese waren nämlich zuvor nicht ausgemacht worden und tauschten Geiseln mit ihnen. Die Jazygen, 175 nach Christus, hatten schweren Schaden genommen und trafen nun ein Abkommen. Xanthikus selbst erschien schutzflehend vor Antoninus. Vorher hatten sie nämlich ihren zweiten König Banadaspus, da er Verhandlungen mit ihnen geleitet hatte, in Fesseln gelegt. Jetzt aber kamen alle führenden Männer zusammen mit Xanthikus und schlossen gleichlautende Verträge wie die Quaden und Markomannen ab, nur dass sie im doppelten Abstand wie diese vom Donauufer siedeln sollten. Der Kaiser hatte sie ja ursprünglich gänzlich austilgen wollen. Denn dass sie auch dazumal noch über starke Kräfte verfügten und den Römern schweren Schaden zugefügt hatten, war daraus zu entnehmen, dass sie 100.000 Gefangene zurückgaben, die sie trotz vieler Verkäufe, Todesfälle oder Entweichungen noch in Händen hatten, und dass sie dem Kaiser sogleich 8.000 Reiter als Bundeshilfe stellen konnten, von denen er 500 nach Britannien entsandte. Die Empörung des Cassius und Syriens zwang Marcus Antoninus sehr gegen seinen Willen, mit den Jazygen ein Abkommen zu schließen. Durch die Nachrichten war er nämlich so beunruhigt, dass er dem Senat nicht einmal die Bedingungen des mit ihnen geschlossenen Friedensvertrags mitteilte, wie er sonst in der Regel tat. Als Cassius sich in Syrien erhob, fühlte sich Marcus in hohem Grade beunruhigt und ließ darum seinen Sohn Commodus, der seiner Ansicht nach schon berechtigt war, die Toga Virilis anzulegen, aus Rom kommen. Cassius, ein Syrer aus der Stadt Kyros, hatte sich als eine hervorragende Persönlichkeit erwiesen, wie man sie nur als Kaiser wünschen mochte, nur, dass er der Sohn eines Heliodorus war, der sich mit der Statthalterwürde von Ägypten als Lohn für seine rednerische Fähigkeit begnügt hatte. Indes beging er bei seiner Erhebung darin einen schlimmen Missgriff, dass er sich von Faustina täuschen ließ. Diese, die Tochter des Antoninus Pius, sah nämlich, dass ihr Mann erkrankt war und machte sich in Erwartung seines alsbaldigen Todes nun Sorge, der Thron könnte angesichts der Jugend und auch der ziemlichen Beschränktheit des Commodus an irgendeine andere Persönlichkeit fallen. Dies aber bedeutete für sie Rücktritt ins Privatleben. Deshalb veranlasste sie in aller Heimlichkeit Cassius, Vorkehrungen zu treffen, dass er, falls Antoninus sterbe, sowohl sie als Kaiserin als auch die kaiserliche Gewalt übernehmen werde. Ergänzungsbericht. Cassius, der Statthalter von Syrien, ein sehr fähiger Kriegsmann, der im Partherkrieg eine große Zahl bemerkenswerter Leistungen vollbracht hatte, war von Natur aus schon einer Empörung zugeneigt und ließ sich nun durch Faustina, die Gemahlin des Markus, auf diesen Gedanken gebracht, zu einem solchen Schritt ermutigen. Als nämlich Markus erkrankte, meinte sie, er werde sterben, zumal er doch immer kränkelte, und machte sich nun Sorge, indem sie heimlich einige ihrer Vertrauten absandte. Während nun Cassius diesen Plan überdachte, erreichte ihn eine Nachricht, Markus sei gestorben. Dinge derlei Art werden ihr nur zu gern durch Gerüchte schlimmer dargestellt, als sie wirklich sind, und ohne eine Bestätigung der Meldung abzuwarten, streckte er sogleich die Hand nach der Herrschaft aus. Er war ja auch schon von den damals in Pannonien stehenden Truppen zum Kaiser proklamiert worden, und obwohl er nicht lange danach die volle Wahrheit erfuhr, konnte er,
da er einmal den Weg beschritten hatte, nicht mehr zurück. Er machte sich vielmehr in kurzer Zeit das gesamte Gebiet südlich des Taurus untertänig und traf Vorbereitungen, die Herrschaft durch den Krieg zu gewinnen. Marcus indessen versuchte, als er durch Verus, den Statthalter in Kappadokien, von der Empörung des Cassius erfahren hatte, eine Zeit lang die Ereignisse zu verheimlichen. Doch da das Gerücht die Soldaten in starke Unruhe versetzte und viel geredet wurde, rief er sie zusammen und verlas eine Adresse etwa folgenden Inhalts. Kampfgefährten, ich bin vor euch hingetreten, nicht um meiner Empörung Ausdruck zu verleihen, nein, ich will nur mein Schicksal beklagen. Denn warum soll man auch mit dem Himmel hadern, der doch allmächtig ist? Wehklagen aber müssen vielleicht jene, denen unverdientes Unheil widerfährt, und das ist jetzt bei mir der Fall. Ist es denn nicht schlimm genug, dass wir in einen Krieg nach dem anderen verwickelt werden, und nicht widersinnig, dass wir sogar in einen Bürgerkrieg geraten? Werden aber nicht diese beiden Übel in ihrem entsetzlichen Widersinn durch die Feststellung überboten, dass man unter Menschen auf keine Treue zählen darf, vielmehr durch den engsten Freund ein Anschlag gegen mich geführt worden ist und ich mich in der Zwangslage sehe, einen Kampf aufzunehmen, ohne dass ich ein Unrecht oder einen Fehler begangen habe? Welche Tugend, welche Freundschaft soll noch in Zukunft als sicher gelten, wo ich doch solche Erfahrungen machen musste? Sind nicht Treue und zuverlässige Hoffnung damit zu Grabe getragen? Beschränkte sich diese Gefahr auf mich allein, so hätte ich der Sache keine weitere Bedeutung beigemessen. Ich bin ja nicht geboren, um niemals zu sterben. Doch da ein allgemeiner Abfall, oder besser gesagt Aufstand stattgefunden hat und der Krieg uns alle gleichermaßen berührt, so hätte ich den Wunsch, Cassius, wenn möglich, hierher zu entbieten und vor euch oder dem Senat ihm gegenüber meine Rechtsgründe vorzutragen und eine Entscheidung herbeizuführen. Und mit Vergnügen hätte ich ihm kampflos die Führung abgetreten, wenn das dem Staate zuträglich erschienen wäre. Denn es geschieht zum Wohle des Staates, dass ich mich unausgesetzt Mühe und Gefahren unterziehe und so viel Zeit außerhalb Italiens verbracht habe, ich, der ich schon ein alter, schwacher Mann bin und weder Nahrung ohne Schmerzen zu mir nehmen kann, noch sorgenfrei schlafen kann. Da sich aber Cassius nie und nimmer einverstanden erklären würde, diesen Weg einzuschlagen, denn wie könnte er auch mir Vertrauen schenken, nachdem er sich mir gegenüber so treulos gezeigt hat, so müsst wenigstens ihr, meine Kriegskameraden, tapferen Sinn bewahren. Haben doch gewiss niemals Kilikier, Syrer, Juden und Ägypter sich euch überlegen gezeigt und werden dies auch in Zukunft nicht vermögen, selbst wenn sich ihrer 10.000-mal mehr als ihr darstellt, versammelten, so wie sie uns jetzt an Zahlen nachstehen. Auch Cassius selbst dürfte jetzt keiner Beachtung wert erscheinen, obschon er den Eindruck eines ausgezeichneten und vielfach erfolgreichen Soldaten erweckt. Denn kein Adler, der Dohlen, kein Löwe, der Hirschkälber anführt, wird ein ebenbürtiger Gegner. Und übrigens, was jene Kriege gegen die Araber und Parther anlangt, so hat nicht Cassius, sondern ihr sie ausgefochten. Indes, selbst wenn der Mann aufgrund seiner Taten gegenüber den Parthern Ansehen besitzt, habt ihr doch den Verus, der durch zahlreiche Siege und reichen Landerwerb nicht weniger erfolgreich, nein, noch erfolgreicher war als er. Aber vielleicht hat sich inzwischen Cassius schon eines Besseren besonnen, wenn er erfahren hat, dass ich noch am Leben bin. Denn gewiss hat er sich an die Unternehmung nur unter der Annahme gewagt, dass ich tot sei. Und selbst wenn er noch weiter seinen Weg geht, wird er auf die Kunde von unserem Anmarsch ganz bestimmt seine Haltung ändern. Furcht vor euch und Achtung mir gegenüber werden ihn dabei leiten. Nur eines erfüllt mich mit Furcht, meine Kriegskameraden. Ihr sollt nämlich die volle Wahrheit erfahren. Cassius kann Selbstmord begehen, weil er sich schämt, uns vor das Antlitz zu treten, oder ein anderer wird ihn töten, wenn er von meinem Kommen und bereits erfolgten Aufbruch hört. Denn dann ginge mir ein großer Preis in Krieg und Sieg verloren, ein Preis, wie ihn noch kein einziger Mensch je errang. Und worin besteht dieser Preis? Einem Mann, der Unrecht getan hat, vergeben zu können, Freund zu bleiben, jemanden, der die Freundschaft verletzt hat, Treue demjenigen zu bewahren, der selbst die Treue gebrochen hat. Diese Gedanken erscheinen euch vielleicht widersinnig, ihr dürft ihnen aber nicht misstrauen. Denn gewiss ist noch nicht einfach alles Gute aus dem Kreis der Mensch verschwunden, ein Rest der alten Tugend ist vielmehr noch bei uns verblieben. Und wenn einer das nicht glauben wollte, so steigert es umso mehr mein Verlangen, damit man mit eigenen Augen verwirklicht sehen kann, was keiner für möglich halten möchte.
denn dies könnte der einzige Gewinn sein, den ich wenigstens aus unserer augenblicklichen Notlage ziehen dürfte. Wenn ich diese Schwierigkeit gut zu beheben und allen Menschen zu beweisen vermöchte, dass man selbst mit Bürgerkriegen auf rechte Weise fertig werden kann. Diese Worte richtete Marcus an seine Soldaten und schrieb sie auch an den Senat, wobei er den Cassius ganz und gar nicht beschimpfte, sondern nur stets als undankbar bezeichnete. Und auch dieser vermied jederzeit, mündlich wie schriftlich, einen etwa beleidigenden Ausdruck gegenüber Marcus. Als Marcus zum Krieg gegen Cassius rüstete, schlug er jede Hilfe von Seiten der Barbaren aus, obwohl viele Völkerschaften sich beeilten, um ihre Unterstützung anzubieten. Er erklärte nämlich, die Barbaren bräuchten nichts von den inneren Unruhen der Römer zu wissen. Während Marcus Vorbereitungen zum Bürgerkrieg traf, erhielt er gleichzeitig neben vielen Siegen über verschiedene Barbaren auch den Tod des Cassius gemeldet. Als dieser nämlich zu Fuß einherging, sprengte ein Centurion namens Antonius an ihn heran und brachte ihm plötzlich eine nicht eben tödliche Wunde im Nacken bei. Die schnelle Bewegung seines Pferdes entführte den Angreifer, so dass er seine Mordtat nicht vollenden konnte und das Opfer beinahe entkommen wäre. Inzwischen gab ihm jedoch der Decurio den Rest. Dann schlugen sie Cassius das Haupt ab und machten sich eilends auf den Weg zum Kaiser. Marcus Antoninus war über den Tod des Cassius so tief betrübt, dass er es nicht über sich brachte, auch nur das abgeschlagene Haupt seines Gegners zu sehen, sondern noch vor dem Eintreffen der Mörder den Befehl zu seiner Bestattung erteilte. So wurde denn Cassius nach einem Herrschertraum von 3 Monaten und 6 Tagen erschlagen. Auch sein Sohn, der sich irgendwo anders aufhielt, fiel durch Mörderhand. Marcus besuchte die Provinzen, die sich mit Cassius zusammen erhoben hatten, behandelte aber alle Einwohner sehr menschenfreundlich und ließ niemanden, seines einfache, seines angesehenere Leute hinrichten. Der nämliche Herrscher ließ überhaupt keinen von den Senatoren, die es mit Cassius gehalten hatten, töten oder in Fesseln legen oder sonst wie unter Aufsicht stellen. Er zog sie nicht einmal vor sein eigenes Gericht, sondern lud sie, wie wenn sie sonst unter einer Anklage stünden, vor den Senat und setzte für sie einen Verhandlungstermin fest. Von den übrigen verurteilte er nur ganz wenige, und zwar lediglich solche, die offensichtlich nicht nur mit Cassius zusammengearbeitet, sondern auch für sich alleine Vergehen begangen hatten. Einen Beweis bietet Flavius Calvisius, der Statthalter von Ägypten. Marcus verzichtete darauf, ihn hinzurichten oder sein Vermögen einzuziehen. Er verbannte ihn bloß auf eine Insel. Auch ordnete der Kaiser an, dass die über ihn gemachten Aufzeichnungen verbrannt würden, damit ihn auch von daher kein Vorwurf treffe. Außerdem ließ er seine sämtlichen Parteigänger frei. Zur nämlichen Zeit, 176 nach Christus, schied auch Faustina aus dem Leben, sei es an Fußgicht, an der sie litt, sei es auf sonst eine andere Weise, damit sie wegen ihres Zusammenspiels mit Cassius nicht verurteilt werde. Und doch ließ Marcus alle Papiere vernichten, die sich in den Kästen des Budens fanden, ohne nur eine Zeile gelesen zu haben. Er wollte somit nicht einmal die Namen gewisser Verschwörer erfahren, die etwas gegen ihn geschrieben hatten und dadurch gegen seinen Willen zum Hass gegen sie gezwungen werde. Es heißt auch, dass Verus, der nach Syrien vorausgeschickt worden war und dessen Leitung übernommen hatte, die erwähnten Schriftstücke unter dem Gepäck des Cassius fand und mit der Bemerkung vernichtete, diese Maßnahme werde dem Kaiser wahrscheinlich am liebsten sein, missbillige er sie aber, dann sei es jedenfalls besser, wenn er selbst allein und nicht viele andere sterben müssten. In der Tat freute sich Marcus so wenig am Blutvergießen, dass er selbst den Gladiatoren in Rom nur zuzuschauen pflegte, wenn sie gleich Athleten ohne Gefahr für Leib und Leben miteinander kämpften. Denn niemals gab er einem von ihnen ein scharfes Eisen in die Hände. Sie fochten vielmehr alle mit stumpfen, gewissermaßen mit Knöpfen versehenen Rapieren. Und so wenig wollte er von Mord jeglicher Art wissen, dass er auf Verlangen des Volkes zwar einen im Fraß von Menschenfleisch unterwiesenen Löwen hereinführen hieß, doch weder einen Blick auf das Tier richten, noch seinem Dresseur, ungeachtet der beharrlichen Forderung der Zuschauer, die Freiheit schenkte. Er ließ vielmehr bekannt machen, dass der Mann nichts getan habe, was eine Freilassung rechtfertige. Tief betrauerte Marcus Faustinas Tod und richtete an den Senat die schriftliche Bitte, niemand von den Mithelfern des Cassius solle hingerichtet werden,
gerade als wenn er aus dieser Tat allein etwas Trost für den Verlust seiner Gemahlin schöpfen konnte. Ergänzungsbericht. Aber auch wegen der in Rom festgenommenen Personen, denn sogar dort waren zahlreiche Senatoren der offenen Unterstützung von Cassius' Bestrebungen überführt worden, richtete er die schriftliche Bitte an den Senat, keinen harten Entscheid zu treffen. Er tat dies genau mit folgenden Worten. Ich will sie selbst nämlich wiedergeben, da sie den rechtschaffenen Sinn des Mannes deutlich ausdrücken. Sie lauteten nun so. Ich flehe dich an, Senat, meine Regierung rein von jeglichem Senatorenblut zu bewahren. Möge es niemals geschehen, erklärte er, dass irgendjemand von euch während meiner Regierung entweder durch mein oder durch euer Votum den Tod erleide. Und am Ende seines Schreibens stand, wenn mir diese Bitte nicht erfüllt wird, dann werde ich eilends meinem Tode zugehen. So rein, so rechtschaffen und gottesfürchtig zeigte er sich sein ganzes Leben lang, und nichts konnte ihn zu einer Tat bestimmen, die seiner Wesensart widersprach, weder die Ruchlosigkeit des verwegenen Unternehmens, noch die Erwartung ähnlicher Empörungen als Folge davon, dass jene Aufrührer Gnade gefunden hätten. So weit war er nämlich davon entfernt, irgendwelche eingebildete Verschwörung zu erdichten oder eine Tragödie auszusinnen, die sich niemals zugetragen hat, dass er tatsächlich all jene, die sich ganz offensichtlich gegen ihn erhoben und gegen ihn sowohl wie seinen Sohn die Waffen ergriffen hatten, Generäle, Staatsoberhäupter oder Könige, ungestraft gehen und keinen von ihnen durch eigenen oder des Senats Urteilsspruch oder unter sonst einem Vorwand hinrichten ließ. Daraus schöpfe ich die feste Überzeugung, dass er auch selbst gegenüber Cassius, wenn er ihn lebend in seine Gewalt gebracht hätte, sicherlich schonend verfahren wäre. Denn tatsächlich erwies er vielen Mördern Wohltaten, soweit dies in ihrer, das heißt seiner und seines Sohnes Macht lag. Damals wurde ein Gesetz erlassen, dass niemand in der Provinz, aus der er stammte, als Statthalter amtieren durfte. Denn Cassius hatte sich während dieser Tätigkeit in Syrien erhoben, wo seine Heimat war. Für Marcus und Faustina aber beschloss der Senat, im Tempel der Venus und Roma silberne Standbilder aufzustellen und einen Altar zu errichten, auf dem alle jungvermählten Frauen in der Stadt mit ihren Bräutigammen opfern sollten. Auch sollte jedes Mal, wenn der Kaiser als Zuschauer den Veranstaltungen beiwohnte, eine goldene Statue der Faustina auf einem Stuhl ins Theater getragen und in der vordersten Reihe, von wo aus die Kaiserin im Leben zuzuschauen pflegte, niedergestellt werden. Die einflussreichsten Damen aber hatten im Umkreis Platz zu nehmen. Marcus begab sich nach Athen und wurde in die Mysterien eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit zeichnete er nicht nur die Athener aus, sondern bestellte dort auch zum Heil der ganzen Menschheit Lehrer für Unterweisung in jedem Wissensgebiet und bewilligte ihnen ein Jahresgehalt. Er kehrte dann nach Rom zurück und hielt eine Ansprache ans Volk. Als er dabei unter anderem auch davon redete, dass er viele Jahre abwesend gewesen sei, schrie die Masse »Acht« und drückte dies auch noch mit ihren Händen aus. So viele Goldstücke wollten sie für ein Festmahl bekommen. Da lächelte der Kaiser und sagte gleichfalls »Acht«. Hierauf hieß er jedem von ihnen 800 Sesterzen ausbezahlen, einen Betrag größer, als sie jemals zuvor erhalten hatten. Damit nicht genug, erließ er 178 nach Christus allgemein sämtliche Schulden an die kaiserliche wie an die staatliche Kasse, und zwar über einen Zeitraum von 45 Jahren, nicht eingerechnet die 15 Jahre Hadrians. Sämtliche diesbezüglichen Aufzeichnungen aber befahl er auf dem Forum zu verbrennen. Ferner beschenkte er viele Städte mit Geld, unter ihnen auch Smyrna, das von einem Erdbeben schrecklich heimgesucht worden war. Mit seinem Wiederaufbau betraute er einen Senator im Rang eines Prätors. Daher kann ich nur staunen, wenn ich auch heutzutage noch Beschuldigungen gegen Marcus hören muss, er sei kein freigebiger Herrscher gewesen. Denn obgleich er sonst wahrlich sehr haushälterisch mit seinem Geld umging, so entzog er sich doch nicht ein einziges Mal den nötigen Ausgaben. Dabei belastete er, wie ich schon feststellte, niemand durch Steuererhebungen, fand sich vielmehr oft selber in der Zwangslage, Riesensummen auszugeben, welche die gewöhnlichen Kosten überstiegen. Als das Gütenproblem wiederum seine besondere Aufmerksamkeit erforderte, fühlte er sich veranlasst, früher als beabsichtigt seinem Sohn Crispina zur Frau zu geben. Denn die Quintilier, obwohl zu zweit, dadurch sehr kluge, tapfere und erfahrene Männer,
vermochten allein den Krieg nicht zu beendigen, und so waren die Herrscher gezwungen, selbst ins Feld zu ziehen. Marcus bat den Senat auch um Geld aus der Staatskasse, nicht als ob diese Mittel der kaiserlichen Verfügungsgewalt entzogen gewesen wären, sondern weil er wiederholt erklärte, dass sämtliche Gelder, diese sowohl wie auch andere, dem Senat und dem Volk gehörten. »Was uns angeht«, betonte er vor dem Senat, »haben wir so wenig einen eigenen Besitz, dass selbst das Haus, in dem wir wohnen, euer ist.« Nach dieser Rede schleuderte er die blutige Lanze, welche im Tempel der Bellona aufbewahrt wurde, auf angenommenes Feindesland, wie ich jedenfalls aus dem Mund von Augenzeugen dieser Handlung hörte, und rückte anschließend ins Feld, 179 nach Christus. Dem Paternus übergab er eine starke Streitmacht und schickte ihn damit ins Kampfgebiet. Den ganzen Tag über leisteten die Barbaren Widerstand, wurden aber samt und sonders von den Römern niedergehauen, worauf Marcus zum 10. Mal als Imperator ausgerufen wurde. Die Jazygen schickten 179-180 nach Christus eine Gesandtschaft und baten um Befreiung von verschiedenen, durch sie eingegangenen Verpflichtungen. Und man machte ihnen auch, um sie nicht ganz zu entfremden, einige Zugeständnisse. Doch waren weder sie noch die Buren bereit, sich den Römern als Bundesgenossen anzuschließen, bevor sie nicht von Marcus eidliche Zusagen erhielten, dass er den Krieg unter äußerstem Einsatz führen wollte. Sie befürchteten nämlich, er möchte, wie schon früher einmal, mit den Quaden ein Abkommen treffen und Feinde an ihrer Grenze wohnen lassen. Marcus gewährte den Abgesandten der auswärtigen Völkerschaften Audienz, behandelte sie alle aber nicht gleichheitlich, sondern so, wie es den Einzelnen von ihnen zukam. Sie empfingen entweder Bürgerrecht oder Abgabenfreiheit oder dauernden bzw. zeitweiligen Erlass der Tribute oder sogar dauernden Lebensunterhalt. Und da sich ihm die Jazygen als äußerst nützlich erwiesen, befreite er sie von zahlreichen ihnen auferlegten Beschränkungen. Man kann sagen, von allen, ausgenommen waren lediglich jene Abmachungen, die ihren Zusammenkünfte, den gegenseitigen Handel und die Verbote betrafen, eigene Schiffe zu benutzen und die Donauinseln zu betreten. Überdies gestattete ihnen Marcus, durch Dakien hindurch mit den Roxolanen Verbindung aufzunehmen, so oft ihnen dies der Statthalter der Provinz erlaubte. Was die Quaden und Markomannen anlangte, die Gesandte geschickt hatten, so erlaubten ihnen die 20.000 in Befestigungen mitten unter beiden Stämmen stationierten Soldaten nicht, ihre Herden zu weiden oder das Land zu bestellen oder sonst etwas in Ruhe zu betreiben. Sie nahmen außerdem feindliche Überläufer und zahlreiche Gefangene aus eigenen Reihen bei sich auf. Die Mannschaften selbst hatten es dabei gar nicht so schwer, zumal sie über Bäder und reichlich über alles Lebensnotwendige verfügten. Die Quaden wollten sich daher mit dem gegen sie gerichteten feindlichen Festungsbau nicht abfinden und versuchten, geschlossen in das Land der Semnonen auszuwandern. Doch Antoninus hatte schon zuvor von ihrem Plan erfahren, ließ darum die Durchgänge sperren und vereitelte so den Aufbruch, womit er zu erkennen gab, dass er nicht ihr Land hinzuerobern, als vielmehr die Quaden selbst zu züchtigen beabsichtigte. Auch die Naristen, die schwere Bedrängnisse erlitten hatten, liefen auf einmal in Stärke von 3000 Mann über und erhielten Land in unserem Gebiet angewiesen. Wenn Marcus 180 nach Christus länger am Leben geblieben wäre, hätte er die ganzen dortigen Gebiete unterworfen. Nun aber starb er am 17. März nicht an der Krankheit, die ihn auch damals befallen hatte, sondern, wie man mir offen sagte, durch die Schuld der Ärzte, die dem Commodus gefällig sein wollten. Als nun der Kaiser im Sterben lag, empfahl er seinem Sohn dem Schutz der Soldaten. Er wollte nämlich nicht den Eindruck erwecken, als sei dieser an seinem Tode schuld, und gab dem Militärtribunen, der ihn um das Losungswort bat, die Antwort: »Geh zur aufsteigenden Sonne, ich bin schon am Untergehen.« Nach seinem Hinscheiden erhielt er eine Menge Ehrungen. Unter anderem wurde ihm in der Kurie selbst ein goldenes Standbild errichtet. So ging Marcus aus dem Leben. Marcus war derart gottesfürchtig, dass er sogar an den Dies Nefasti zu Hause Opfer darbrachte. Zu all den sonstigen Tugenden hinzu regierte er besser als all die anderen, die jemals irgendeine Machtstellung bekleideten. Nur, dass er wegen seiner körperlichen Verfassung nicht viele Heldentaten vollbringen konnte, doch hatte er seinen sehr schwächlichen Leib zu höchster Ausdauer erzogen.
Die meiste Zeit lebte er der Wohltätigkeit, und dies war vermutlich der Anlass, dass er ihr zu Ehren auch einen Tempel auf dem Kapitol erbaute, obschon er der Göttin einen ganz eigenen Namen gab, den man noch nie gehört hatte. Er selbst mied jedes Vergehen und tat weder absichtlich noch unfreiwillig etwas Böses. Geduldig ertrug er die Fehler der anderen, insbesondere jene seiner Gemahlin, und vermied es, die Vergehen zu untersuchen und zu bestrafen. Solange ein Mensch eine Aufgabe richtig versah, pflegte er ihn zu loben und benützte ihn weiterhin dazu, ohne sich um sein sonstiges Verhalten zu kümmern. Dabei erklärte er, dass niemand die Menschen so machen könne, wie er sie haben wolle, und so sei es in Ordnung, wenn man die vorhandenen Menschen jeweils zu dem Dienst heranziehe, in dem einer von ihnen der Allgemeinheit nützen könne. Und dass sein ganzes Tun nicht auf Schein ausging, sondern wirklicher Tugend entsprang, ist sonnenklar. Denn obwohl sein Leben 58 Jahre, 10 Monate und 22 Tage währte und er lange Zeit davon schon dem ersten Antoninus zur Seite gestanden hatte und er selbst 19 Jahre und 11 Tage Kaiser gewesen war, blieb er doch vom ersten bis zum letzten Tag der gleiche und änderte sich nicht im Mindesten. So war er wirklich ein trefflicher Mann und hatte nichts Unechtes an sich. Auch seine Ausbildung brachte ihm großen Nutzen, wurde er doch in Rhetorik und in philosophischen Disputationen unterwiesen. In ersterer hatte er nämlich Cornelius Fronto und Claudius Herodes zu Lehrern, in der letzteren Disziplin Junius Rusticus und Apollonius von Nikomedia, die beide die Auffassungen Zenos vertraten. Infolgedessen tat eine große Zahl von Leuten so, als betrieben sie Philosophie, um auf diese Art durch den Kaiser reiche Leute zu werden. Zum allergrößten Teil dankte er indessen seinen Aufstieg den natürlichen Anlagen. Denn bevor er noch Umgang mit den genannten Lehrern pflegte, spürte er schon einen starken Drang zur Tugend. Und bereits als Knabe erwarb er sich das Wohlwollen seiner sämtlichen Verwandten, einer großen Zahl mächtiger und reicher Persönlichkeiten in einem Maße, dass ihn alle liebten. Und als Hadrian ihn vornehmlich aus diesem Grund adoptierte, wurde er auch nicht hochmütig, sondern diente, wiewohl ein junger Mann und Cäsar dazu, Antoninus während seiner ganzen Regierung aufs Gewissenhafteste und erwies dabei den übrigen führenden Männern, ohne Anstoß zu geben, die gebührende Ehre. Die würdigsten Persönlichkeiten begrüßte er in seiner Wohnung, dem Hause des Tiberius. Und zwar geschah das noch vor dem Besuch bei seinem Vater. Hierbei verzichtete Marcus nicht nur auf die standesgemäße Kleidung, sondern trug sich sogar wie ein einfacher Privatmann und nahm die Aufwartung der Herren unmittelbar in seinem Schlafzimmer entgegen. Er war es auch gewohnt, viele Leute in ihrer Krankheit zu besuchen und vergaß nie darauf, zu seinen Lehrern zu gehen. So oft er ohne seinen Vater in der Öffentlichkeit erschien, legte er nur ein graues Oberkleid an und bediente sich niemals, wenn er allein war, eines Fackelträgers. Auch nach seiner Ernennung zum Führer der Ritterschaft betrat er, obgleich ein Cäsar, doch nur mit den anderen Rittern zusammen das Forum. All dies beweist, dass Marcus an sich schon über eine glänzende Naturanlage verfügte und ihm seine Ausbildung sehr zugute kam. Und unausgesetzt versenkte er sich, als er schon zu den Männern zählte und sich Hoffnung auf den Kaiserthron machen durfte, in philosophische und rhetorische Gelehrsamkeit der Griechen und Lateiner. Ja, noch vor seiner Ernennung zum Cäsar hatte er einen Traum und glaubte darin, Schultern und Arme aus Elfenbein zu besitzen und sie auf jede Art wie die übrigen Glieder gebrauchen zu können. Infolge seines immensen Fleißes und Studiums bekam er einen sehr schwächlichen Körper, obwohl er anfänglich so kräftig gewesen war, dass er in schweren Waffen kämpfte und bei der Jagd vom Pferd aus Wildeber tötete. Er richtete nicht nur in seiner frühen Jugend, sondern auch späterhin an seine vertrautesten Freunde meist eigenhändige Briefe. Indessen durfte er nicht das verdiente Glück genießen, denn er besaß keinen kräftigen Körper und hatte es sozusagen während seiner ganzen Regierung mit zahllosen Übeln zu tun. Doch von meiner Seite aus genießt er gerade deshalb umso größere Bewunderung, dass er inmitten nie gekannter und ungewöhnlicher Bedrängnisse selbst durchhielt und das Reich rettete. Nur eines fehlte zu seinem vollständigen Glück. Obwohl er seinen Sohn auf die bestmögliche Weise erzog und ausbildete, erlebte er mit ihm die allergrößte Enttäuschung. Davon müssen wir nun im Folgenden sprechen. Unser Bericht aber sinkt, wie sich die Verhältnisse für die damaligen Römer und auch für uns gestalteten, von einem goldenen zu einem eisernen
und rostigen Kaisertum herab.